Das sind Stegi, Heiko und ich, die sich nicht trauen, nach unten zu gehen. Denn wenn wir einmal unten sind, dürfen wir nie wieder nach oben gehen. In unserem aktuellen Run haben wir es nach 5 Stunden hinbekommen, ein bisschen Essen und okay Equipment ranzufarmen. Heute müssen wir uns um den anstrengendsten Part kümmern, dem Nether. Ob das heute gut gehen wird, erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, falls ihr einen Tipp habt, wie wir uns eventuell ein bisschen besser anstellen könnten. Viel Spaß mit diesem Video. Wenn du halt mit dem Lavasee spielen willst, dann können wir direkt auch in das Plainsdorf. Oh! Gott! Oh mein Gott. Seite. Alter. Ich hab die ganze Zeit beobachtet. Ich hab die ganze Zeit gedacht so, oh Gott, bitte greif mir mich an. Es hätte vorbei sein können, ne? Alright, Jungs. Ich verlasse mal unsere 160. Nach so vielen Stunden. 159. Ja, lass hier bleiben. Dann gehen wir zurück zur Base. Alter, zurück zur Base. Jawoll! Wir sind ihn los. Wir kommen, Dorf. Jungs, vertraut ihr meiner Operation? Nee. Okay, ich will nicht so viel Fallschaden bekommen. Wollen wir... Okay, ich hab da ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Alright, Jungs. Wir gehen nach unten. Wir können ihn einfach abbauen, ne? Ohne Probleme. Ihr könnt... Oh, das fühlt sich so komisch falsch an. So, aber ganz kurz. Im Dorf. Ihr lauft nicht auf dem Gras, sondern alles wird mit Cobblestones platziert, weil wir haben ja vorher super viele gefarmt. Okay, ich sehe den ersten Villager. Eisengolem, alle sind hier. Guck mal, ich gönne mich mal hier in der Kiste. Kartoffeln! Und Brot. Jawoll! Yes. Und Pumpkin Seeds auch. Also Kürbisse haben wir auch. Also eins gehen wir auf jeden Fall noch runter, denke ich. Also ansonsten können wir hier auch echt kaum. Ja, ansonsten können wir mit den Villagern ja gar nichts machen. Also ich gehe nochmal eins runter auf 105, ja? Okay. Ja. Das fühlt sich doch gut an, Jungs. Ihr seid so still, ihr habt ein bisschen Angst, ne? Ja, richtig angespannt. Ich denke einfach, ich fahre jetzt dieses komplette Haus gleich ab, Alter. Lass uns noch eins runtergehen. 3, jetzt hab links. Okay. Ich habe einen. Ich gehe auf 104. Gefällt mir soweit. Soweit so gut. Aber alles noch ein bisschen skeptisch. Ne? So. Oh, es kommt einer. Es kommen welche. Zwei ins Bett. Ja, aber die haben halt Berufe. Das ist halt doof. Tja, oder wir droppen auf die Höhe, wo der Weaponsmith ist. Da können wir halt auch easy. Also da sind zwei wahrscheinlich. Beim das ist fast die Höhe wie hier das Doppelhaus, oder? Ungefähr. Ja, denke ich auch. Eigentlich schon. Wollen wir runter auf Höhe Weaponsmith und den jetzt einfach mal zum Fletcher machen? Ja. Dann nehme ich die Fletching Tables mit. Ich droppe dann hier im Haus runter in dem Bett mit. Naja, ich gehe schon mal eine Runde. Ich gehe schon mal einen Block runter. Okay. Ich bin in der Höhe 101. 102. Hallo. Hi. Was sagt ihr? Oben auf dieses Dach droppen, auf die Höhe? Ja. Na, das ist risky jetzt, ne? Hat sogar mit MLG so auf den. Ein bisschen Angst. Na, kann der bitte nochmal arbeiten gehen? Danke. Gott, passt mit dem Wall ist auch, ne? Ja, aber ich glaube, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ne, okay, hinten ist noch gut. Hinten ist noch offen. Ist der eingebaut? Glaube ich. Ja, ist eingebaut. Wir haben unseren ersten Villager! Yeah. Und der ist arbeitslos. Let's go. Ey, jetzt können wir noch einen runter, oder? Ja, und im Schlimmsten müssen wir es ja eh sogar. Sonst können wir Fletcher Table nicht mehr hochholen. Wir können immer neuen machen. Komm, Alter, wir brauchen Pfeile und Bögen. Alter, das war also so ein Grind, hier hinzukommen. Ja, wir haben es bald. Endlich, ich hab ihn. Let's go. Ich lock schnell den Trade. Wir haben jetzt nur Bögen und Pfeile, aber der ist auch Stick dabei, oder? Also Stick genau. Pfeile. Also wir haben alle unendlich Bögen, was halt für den Nether richtig gut und wichtig ist. Aber ich glaube, wenn ihr wollt, wir können gleich mal, ich gehe mal hier zu diesem, ich glaube, das müsste ein Mason sein. Vielleicht kriege ich den auch gelockt. Und der ist weg. Jawohl. Der ist dran. Jetzt muss er bitte da schnell hingehen. Ganz entspannt ist das hier gerade. Wo läuft er hin? Okay, er läuft hier zum Alten. Nein. Wo läuft der hin? Oh, der geht zu dem Bett hier, glaube ich. In das Haus hier rein. Aber da kommen wir auf gar keinen Fall hin. Ist nicht schlimm. Ich würde die Tür erstmal versperren mit Gravel. Das ist wichtig, damit wir auf jeden Fall mit ihm einfach eine Treppe bauen können. Kriegst du ihn also hast du genug? Ja, ich weiß nicht genau, wie viel. Also, weil ist das nicht dieses Ding, bei dem du mehr als das. Nee, kannst du nicht auf. Hör auf. Oh Gott. Ich hab eine andere Idee, warte. Nee, wir können von innen die Tür versperren, wenn du Gravel hast. Ja, das genau. Kann man zurückspielen? Also, guck mal. Na, auch so schlau. Wir können pennen, wir können auch schlafen, oder ja, nicht? Ja, das ginge. Okay, also. Stegi braucht sich ein eigenes Schlafzimmer. Nach 6 Stunden gehen wir das allererste Mal schlafen. Auch wenn sich unsere Y-Koordinate kurzzeitig, das ist ganz merkwürdig, weil wir halt kurz liegen, sieht es so aus, als ob wir auf 93 wahrscheinlich sind. Was wir aber nicht wirklich sind, denn das ist erlaubt in dieser Challenge. Jungs, gute Nacht, wir schlafen. Schlaf gut. Gute Nacht.
Hab gut geschlafen. Das war ein ganz komischer Schlaf, aber. Ja, wir müssen zum Villager, oder? Oh, hä? Ja. Huh? Hallöchen. Hey, wo will er hin? Nein, Workstations! Aber er geht da hin, er geht doch hin. Ach so. Er ist Farmer. Er ist tot. Oh! Creeper! Hinter dir, bau dich ein! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Du kannst nicht Cobblestone, ey. Alter. Digga, du auch aufpassen. Ein Blöcke in der Hotbar. Alter. Was? Oh mein Gott. Ey. Digga, der ist getrappt. Wer ist er denn? Wie das steht. Kannst du sogar einen Block über ihm bauen, einfach Stiel? Was sie? Dass er da nicht raushüpfen kann, meine ich. Ja! Oh, du bist befreit, oder? Oh. Vielleicht kriegst du ihn in den Komposter rein? Nein! Wir können jetzt aber zur Not. Oh, er kommt jetzt. Jetzt. Mach zu. Sehr gut. Digga, wir haben ihn! Let's go, Jungs! Alter. Wie er da drin hockt. Oh mein Gott. Ich hab schon. 6 Pfeile. Jungs, ich will jetzt nicht angeben und so, ne? Aber wisst ihr, wer 40 Brote in seinem Inventar hat? Boah. Okay, sorry. Wir haben Essen ohne Ende. Passt aufpassend nicht in den Kompost jetzt fallen, ne? Ja. Aber Jungs, das sind doch genau die Durchbrüche, die wir brauchen. Ist das nicht schön, wenn es einfach funktioniert und nach über 6 Stunden man an so einem Standpunkt jetzt ist? Das wäre damit geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben es aber auch verdient. Haben wir. Aber unser Fletcher ist ultra teuer gerade. Deswegen müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Aber wie gesagt, ich habe auch 6 Pfeile schon, ne? Ja, aber wir wollen, also ich glaube, übertrieben viele mitnehmen, oder? Ja, schon. Aber auch das ist ja schon echt viel, glaube ich. Ja, aber ich würde sagen, dass jeder 6 Stacks hat. Was? Ja, weißt du, was. Weißt du, was wir im Endbow spammen müssen? Da möchte ich mir auf jeden Fall keinerlei Gedanken machen müssen um. Ja, das stimmt. Eigentlich wirklich bei mir, ich entdecke wirklich den heimlichen Bäckermeister, Gärtnermeister. Ja, du lachst. Ich finde, ich mache das richtig gut. Hier fürs Team. Wir haben ein Schwein! Das Schwein ist uns gefolgt. Wie er sich freut! Er hat uns gefunden! Hallo! Und wie läuft's mit den Emeralds? Ich bin am Holzen. Sehr gut. Oh, ich auch. Weiter so, Jungs. Power 2 Bogen! Alter! Let's go. Das schmeckt. Das schmeckt richtig. Seid ehrlich, ist es ultra unnötig, dass ich die Kartoffeln eigentlich mache, weil wir uns eh super viele Brote holen, oder? Nein, das ist voll gut. Ja, aber unnötig, aber halt geil. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Holz, Heiko. Ich baue den hier noch ab, okay? Ich glaub, Junge, was habt ihr denn hier für ein krankes System geballert? Ja. Voll cool. Digga, so try hard wieder. Tiefer am Grund, komm weg. Ich würde kein Power 2 nehmen. What? Würdet ihr sagen, ist es Pflicht? Ja, safe, warum solltest du kein Power 2 mitnehmen? Weil es teuer ist und weil wir ja schon normale Bögen haben, also jetzt zum Beispiel. Hä, weißt du, wie krass das ein Unterschied ist, ob du jetzt eine Blaze halt 3 Hits oder 2 Hits brauchst? Nicht so groß. Hä, und auch für den Drachen, hä, das ist außer Frage. Ich würde fast schon überlegen, ob wir uns Power 3 machen. Ja, jeder? Ja, halt, weißt du, wie krass das ist? Hä, oder? Ich find's halt wirklich ultra wichtig, dass wir gute Bögen haben. Ja, ist es auch, aber das würde jetzt schon nochmal, glaube ich, sehr lange dauern, bis wir auf jeden Fall. Egal, die kosten 64. Juckt, Alter, ich kauf trotzdem. Ja, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es so teuer ist. Also. Ja, deswegen denke ich mir, dass wir von mir aus jetzt nach mir gehen. Wir können uns aber auch schon einen Weg rüberbauen zum Lavasee und dort einfach mal ein bisschen weiter locaten und da schon mal vorplanen. Aber ich würde schon sagen, 6 ja. Stacks Pfeile und einfach massig essen. Wirklich, 2 Stacks essen oder so. Das ist ein Portal auch, das sehr gut aussieht fast. Ey, das ist so Beyblade. Quatsch. Das ist richtig Quatsch, was ich hier mache. 1,5 Stacks Brote dabei. Ich hoffe echt, dass deine Kartoffel doch wachsen. Ich drück den die Daumen. Junge, du bist so toxic, ne? Nein, ich drück den die Daumen, hä? Ab ins Bett! Vorsichtig, lieg hier! Sag das lieber Stegi, der nicht konzentriert ist beim Schlafen. Versuch, meinen Kopf frei zu bekommen von eurem Gelaber beim Schlafen. Ja. Du versuchst den ganzen Tag deinen Kopf frei zu bekommen. Ich sehe genug Lava, um das Rune Portal zu completen. Beim Rune Portal? Beim Rune Portal. Ist aber fast hoch wie der Lavasee. Also. Würdest du vorschlagen, dass das schlauer ist, dorthin zu gehen? Da müsste man jetzt drüber debattieren. Wer freut sich denn schon auf den Nether? Ja. Ich mich. Ich glaube, die Zuschauer sind auch pumped auf den Nether, weil das ist halt jetzt auch, also auf der Höhe, auf der wir rauskommen, das ist halt sehr entscheidend, ob das jetzt halt stressig wird oder noch angenehm. Gut, ich habe 6 Stacks Pfeile, einen Power 2 Bogen, ich habe echt eine Menge Essen, Spitzhacken, Blöcke, alles ist irgendwie am Start. Dann zeigt mir mal, wo wir jetzt in den Nether gehen. Also auf welche Höhe würdet ihr gehen wollen? Die höchste oder die maximale, was wir halt nur runtergehen müssen. Naja, Jungs, ihr kennt ja die Taktik, ne? Dann ich gehe runter, ja, Jungs? Ja.
Hallo. Guck mal, kannst du jetzt rechts und links von dir einen Block machen? Nice. Heiko, und jetzt? Du baust dich jetzt runter und machst dann drei Blöcke drunter nochmal einen Block rechts und links von dir. Ach so, okay. Und jetzt zieh den Block rechts, links. Jetzt krieg ich aber Fallschaden. Aber ist okay. Alter, die gehen gerade so runter. Und glaubt ihr, man kommt da jetzt ran? Ja, ne? Ja, denk schon. Aber wir brauchen zwei Stück, ne? Boah, Digga, wie das in der Entfernung aussieht. Alter, das ist so... Nee, ich komm nicht ran. Sollen wir deine Füße halten? Ihr müsst meine Füße... Jungs, ich komm nicht ran. Arme zu kurz. Ich könnte auch einfach das Obsidian nehmen, was in der Kiste lag. Was sagt ihr dazu? Haben wir genug dafür? Wie viel? Zwei Stück. Soll ich Wasser machen? Ja. Wo machst du? So, ja, ne? Sehr gut, Jungs. Oh Gott, das fühlt sich gar nicht gut an. Nee, Bro, du hast auch dein komplettes Gesicht voll in der Lava gefühlt. Ja. Ist das das Portal? Das ist unser Portal, ja. Oder? Let's go. Let's go. 7 Stunden. Es geht in den Nether. Oh Gott. Let's go. Festung direkt unter uns, Sona. Niemals. 20 Blöcke unter uns. Direkt hier. Ach, überall hier unter uns, ne? Ja. Was? Wir sind praktisch in der Festung. Guck mal, wir machen hier die Blöcke weg und das ist die Festung. Oh mein Gott, Jungs, das ist der beste Spawn, den wir uns vorstellen können, ne? Oh, so Traum. Oh okay, wir brauchen doch aber trotzdem Angeln auf jeden Fall. Ja, wir müssen jetzt hier Gold farmen. Boah, Gold ist aber echt, Ja, man kann sich aber hier in die Wand bauen. 8 Enderperlen. Vorsicht, ich baue ab hier. Ja. Ja, das ist gut. Geht, oder? Ja, perfekt. Top. Ja, top. Nice. Sehr, sehr gut. Jetzt schmeißt er direkt 4 Enderperlen. What? Was? Wie viele? Was hat er? Hat er 4 geworfen? Wie viele hat er getroppt? 3 Stück. Was? Ja, instant 3. Ich hatte ein Goldingel. Ein Goldingel. Das kannst du niemandem erzählen. Ey, das ist... Ja, wir haben 11 Enderperlen. Wir haben genug, oder? Wir haben 13. Das waren nochmal 2. Was? War das Back-to-Back gerade? Nee, aber innerhalb von 5 Stück zweimal. Ja, mit 13 ist schon machbar zu spielen. Also vor allem, wenn wir noch mal ein paar Endermen sehen. Wir müssen uns halt überlegen, wie wir das jetzt am schlauesten machen mit Blazes. Sie nach oben fliegen lassen, würde ich sagen. Und dann töten, Spawner suchen, was sagt ihr? Ja, wenn wir zum Spawner kommen, der ist sogar fast auf unserer Höhe, oder? Da geht ja die Treppe noch hoch. Probably. Wo würdet ihr den Spawner vermuten? Weil jetzt hier ist ja eigentlich ein Brückenabteil. Ich würde hier in die Wand gehen. Da geht so ein Stück rüber, also hier in die Wand. Würde schon sagen. Da drüben ist ein Wither-Skelett auf. Das wird wahrscheinlich auch nochmal Fläche sein. Oh, Blaze, ich sehe Blaze. Wollen wir das probieren? Erster Blaze? Ja, wollen wir alle kommen? Ja, safe. Kommen alle her? Ist halt super schwierig jetzt ohne Angel, muss ich sagen. Der Akku auf mich jetzt? Ja, ne? Ja, bau dich wirklich jetzt nur, wenn er nicht dingst. Wenn er nicht brennt, dann kannst du dich rüberbauen. Ja, perfekt. Oh, okay. Ist drin. Warte, ich mach nochmal hier. Oh. Nicht gedroppt, ne? Nee. Das sind super viele Hoglins. Ich finde die Hoglins fast schon am ekligsten, weil da hinten ist auf jeden Fall eine Brücke, die auch fast auf unserer Höhe ist. Was du das? Siehst du das? Komm mal. Ich wollte nur trotzdem sagen, Hoglins schleudern nicht nach oben, ne? Ja, aber du hast recht, Digi. Bau dich jetzt mal nach rechts. Ja, genau, nach rechts. Ganz weit nach rechts dann gleich. Also du kannst nur noch ein bisschen nach rechts. Okay. Genau. Mhm. Pass aber schön auf mit Lava. Also so wie sich das anhört, die sind doch hier... 100 Pro, das ist doch 100 Pro ein Spawner. Ja, auf jeden Fall. 100 Pro. Ich glaube, wir stehen halt wirklich fast drüber, genau, oder? Also jetzt genau drüber. Ja. Dann schieben wir jetzt da Blöcke rein und gucken, ob es da nach unten geht. Geht nicht. Oh. Doch, ging. Hä? Du suffocatest sie! Du hast sie suffocated! Alter! Entschuldigung, komm hoch! Komm, Entschuldigung! Ich wollte nur gucken! Wir so und, warte mal, wenn wir da jetzt alles vollschieben, dann würden die doch wirklich sterben. Nein, die spawnen einfach nicht mehr, noch keine mehr. Dann spawnen die über uns. Ja, doch, die spawnen ja dann über uns vielleicht, ne? Du hast recht. Bro. Ja, aber vielleicht können wir einfach hier eine große Fläche frei bauen. Ja, und dann spawnen sie hier oben. Ja, damit sie dann spawnen. Ja, wir verschieben das Spawning und machen mit einem Pisten alles weg. Ist das dumm? Der Pisten, Junge, weil wir einen Redstone von der Hexe bekommen haben. Ist halt wirklich so. Digga, ja, okay, chill. Digga, boah, wie viele aber? Viele. What? Hä? Okay, das sind richtig. Das könnte ja aber genug. Die Treppe sein, oder? Sowas wie die Treppe, ja. Wir werden so langsam. Jetzt müssen wir gucken, halt. Ja. Das ist so ein bisschen Schiffe versenken. Mach mal hier.
4. 5. What? 5. 6. Hä? Okay, aber jetzt können wir dann, ja. Ich dachte, ihr wollt Blazes farmen. Dann. Oh, suffocated, wir haben Damage gemacht. Ja. Wirklich? Wir haben echt, ne? Ja, bei einer haben wir gerne Damage gemacht. Dann ist der Spawner mehr hier in der Richtung. Ey, ich liebe solche Aktionen, das ist so geil. Ja, weil ja noch niemand damit gerechnet hat. Das ist ja wie, es ist ja, noch nie hat so jemand Minecraft gespielt. Never ever. Noch nie Nein, auf versucht, gar keinen Fall. Mit einem Piss diesen Spawnraum enger zu machen. Oh. Oh, ja. Oh. Damage. Aber richtig okay. Gut. Mach die beiden hier. Ja, scheiße. Jetzt. Ey, ja. Ne? Skelett. Oh. Hä? Das ist ein Wither Skelett. Robert Shepard da unten alles. Multikill. Wither Skelett einfach. Der von da unten, ich farm's nächstes Mal in Challenge so Köpfe. Ja. Damage. Treffer. Er ist echt schon versenkt. Die stirbt. Versenkt in Minecraft. Alter, es ist kalt. Die ist gestorben. Die ist komplett gestorben. Ja, die hat so viel Damage bekommen. Wie geil. Schon wieder. Die stirbt sogar. Wow. Ja, oh. Ja. Ja. Gut. Krass. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, woher wir diesen Piss denn haben. Ja. Der Hexe. Und es war ja vielmehr ein Troll eigentlich fast, ne? Ja. Wir mussten nicht mal wirklich die Bäume da so wirklich reparieren. Alter. Ist das crazy, hä? Also wenn es klappt, ist das crazy. Mal gucken. Mann, ich würde so gerne sehen, was da unten abgeht, ne? Ja. Ich würde so gerne ein Bett machen eigentlich, ne? Oder soll ich ein Bett machen? Boah, ich hätte halt echt Angst, dass wir runterfallen oder so. Und wenn wir runterfallen, dann beginnt der nein, Kampf. Nein. Das jetzt? Ihr geht in Sicherheit. Ich mach Obsidian unter mir. Nein, aber dann. Ich liege auf Obsidian, 2 Blöcken. Okay, dann fällst du ja nicht runter, meinst du? Also keine Ahnung, was dann passiert. Ja. Jungs, ich mach das. Ich mach jetzt hier die 2 Obsidian hin und dann unter mir das Bett. Am Ende, ich habe jetzt auch kein Bett mehr dann, ne? Ja, das ist zweitrangig, da scheißen wir drauf. Digga, wir sind... Oh Gott. Boah, ich zieh das sehr nah aus, ne? Scharf. Ja. Oh Gott. Ich glaube, ich würde auch über das Bett vielleicht einen Block machen, oder? Oder wollen wir das Fußende und drüber? Ey, habt ihr einen Slab? Gib mal einen Slab. Junge, wie wirklich so ein Entschärfungsmeister, Sprengmeister und wir kriegen dir hier gerade so eine Zange, die du brauchst irgendwie. Das rote Kabel, Basti. Und währenddessen darf er aber nicht nach unten gehen, einfach. Gott. Sprengung in 3, 2, 3, 2, 1, go! Gar nichts. Was? What? Ja, oder einfach noch tiefer. Aber vielleicht reicht das zum Spawn jetzt. Boah, das hat richtig viel frei gemacht, ne? Das ist eigentlich krass. Wollen wir ein bisschen wieder zurück zu unserem alten Gang? Also mehr in Richtung Portal ja, gehen? Wir sind am Portal. Ach so, da. Ihr lauft ohne mich. Ja, wir haben gerade die Hoffnung, dass wir gleich nochmal eine Blaze rumfliegen sind, random. Ja, bei mir ist eine. Ich habe unsere erste Blaze Rod. Hä? Let's go. Nice. Let's go. Oh Gott, pass auf! Wow! Hast du gesehen, von wo er gekommen ist? Ja, von oben. Digga! Boah, wie schnell tot, ey. Alter, ja, das war ja komplett krass. Pass auf mit rechts liegt, dass du nicht einsteigst. Du hast so recht gehabt. Unsere zweite Blaze Rod. Oh. Let's go! Alter. Alter! Ja, die Droprate ist schon mal stabil. Beim Blaze Rod Loch aus. Ja, das Spawn will ich aber halt nicht oben. Blöde Frage, das Feuer blockt nicht das Spawning, ne? Ja, aber selbst wenn, wird es ja dazwischen noch ja. Flächen geben, wo sie. Okay. Oh Gott! Sorry. Ja, wir können es einfach so killen, ich bin auch dumm. Egal. Aber auch interessante Stelle, wo wir immer gucken könnten. Guck mal die Ecke hier an, Jungs. Da können wir noch hin. Das ist auch unsere Höhe. Der gegenüber, naja, dachte ich mir auch. Oh, Blazes. Wir gehen. Oh. Wie kommen wir dann am besten wieder hin? Achtung, mir folgen. Das sind 2 Stück eigentlich. Ja, jetzt hat eine Angel, wäre geil, ne? Warte, die muss jetzt rüber, zu dir rübergeschubst werden. Ne, und jetzt da jetzt ein Boot hinplacen, auf den Gang. Ich habe gar keine Boote leider. Oh, das ist natürlich. Macht ihr.
Nein. Blaze Rod. Weggeflucht, oder? Hast du sie eingesammelt? Die ist zur Seite rausgeflogen. Ist weg. Die ist zur Seite rausgeflogen. Oh Gott. Boah, das tut richtig weh, ne? Ja, ja, das ist jetzt weh, das ist ein Niederschlag. Geil, wir haben eine, wir haben eine. Drei Stück, auf geht's. Brauchst du Hilfe? Naja. Ich sag nicht nein. Hätte Agro auf mich. Warte, ich platziere. Geil. Machen wir noch so ein bisschen Geländer. Falls sie wegdroppt, floppt. Mehr Geländer kriegst du ja nicht. Die vierte. Jawoll! Vier Stück! Oh, ey, Schild kaputt. Dein Schild? Ich mach jetzt einfach. Mach, mach, mach. Ja. Oh. Nein! Kriegen wir hin, aber die kriegen wir hin. Oh, in die Richtung sogar. Kriegen wir hin, keine Sorge. Ich hab einen Stack Gravel. 26, 26. Boah, das sollte passen, ne? Wenn wir Pech haben, kann der durch die Kante. Ja. Er kommt hoch, aber nicht. Er kommt hoch. Langsamer. Na, ey, doch, perfekt. Ja! Yo! Alter. Die fünfte, let's go. Aktueller Stand, 13 Enderperlen, 5 Blaze Rods. Wir müssen uns noch um ein paar Blazes kümmern. Da bin ich sowas von on board. Wo geht's hin? Hoffentlich nicht nach unten, denn wenn wir nach unten gehen, können wir nicht wieder nach oben und dann kommen wir nicht mehr aus dem Nether raus. Junge, aber nur weil es nach unten geht, heißt es nicht, dass die Videoqualität hier abnimmt. Nein, die geht stetig nach oben. Bleibt gerne dran, lasst eine positive Bewertung da und ciao. Ja, danke Stegi, auf jeden Fall für die coolen Worte. Gast! Vorsicht! Feuer! Boom! Treffer! Oh, versenkt. Versenkt. Jetzt! Ja, komm. Oh! Oh! Gott! Oh! Gott! Oh, ihr macht mir so Angst! Alles gut, hey! Einfach schlagen! Ey, einfach schlagen bitte! Noch ein! Oh mein Gott! Jawohl. Haben wir! Alright, sechs Stück! Das war ein Kram! Let's go! Oh. Nichts. Schade. Wie viele Blaze Rods würdet ihr bespielen? Schon einige, oder nicht? 14 oder so, oder? Also wie viel Enderpearl haben wir? Nee, Blaze Rods? 14 doch nicht, oder? Meinst du 7? Oder? Hey, ach so, ja, nee, Pendern. Ich meine 7. Weil, also, dann wäre es jetzt nur noch eine. Wir haben aktuell 6 und 13 Enderpearl. Also, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir sagen 8. Damit wir auf jeden Fall halt ein bisschen werfen können. Ja. Und on the go werden wir vielleicht nochmal einen Enderman oder so holen. Danach, in der Overworld können wir uns ja dann eh ein bisschen gönnen, ne? Ja, genau, geil. Warte, ich schlag sie einmal zu dir. Geil. Jetzt gehen wir in den Baum. Wir Kombo. Richtung Baum jetzt schon schlagen. Nochmal. Am. Yes. Alter. 7 Stück. Na dann, lass nochmal resetten. Ich würde sagen, auf 8 Blade Shots klingt vernünftig. Oh, direkt vor uns. Boah, die freut sich aber schon. Ja, die weiß. Warte, ich gebe ihr direkt einen Bogenhit. Aha. Ja. Jawohl. Die 8. Let's go. Wir sind fertig mit... Im Nether, Jungs, das fühlt sich gut an. Lass uns hier raus. Wir müssen sofort wieder in die Overworld. Ich will noch alle klingen. Checkpoints abgehakt. Die Jungs versuchen in letzter Zeit ein bisschen so zu reden wie ich. Oh. Aber, naja. Oh nein. Haben wir ein Problem. Oh no. Ja, wir sind halt einen Block tiefer, als wir reingegangen sind jetzt. Stegi, kann ich mich zu dir stellen? Ja, bei mir geht alles, ja. Also falls ihr euch jetzt wundert, die Y-Koordinate war jetzt im Nether halt tiefer, aber die Nether-Koordinate, also dimensionstechnisch ist das unabhängig, auf welcher Koordinate wir sind, weil das können wir halt auch nicht beeinflussen. Wir können ja nicht sagen, hey, wir kommen im Nether auf der Höhe raus. Deswegen zählt die Y-Koordinate im Nether einzeln, im End einzeln und auch in der Overworld. Dann mache ich mal die ersten Änderungen. Gut, Jungs, seid ihr ready? Wenn das Auge verloren geht, ist auch nicht so schlimm, also riskiert jetzt nicht euer Leben. Aber okay. Wenn ihr es vielleicht hinbekommt, macht. Ja. 3, 2, 1, go! Oh Gott. Oh. Ja, schaffst du. Ist kaputt. Oh, kaputt gegangen. Okay, aber du kannst direkt mal weitermachen. Boah, Jungs, wir sind auf dem normalen Boden. Boah. Das ist eine Weile her. Das ist echt eine Weile her. Das ist krass, ey. Enderauge Nummer 2. Okay, ich nehme alles zurück. Perfekt gegangen. Weiter in die Richtung. Oh. Auch kaputt gegangen? Ich hab's nicht gesehen. Das ist nicht so gut. Das ist Bro. Gut. Ich sag euch aber eine Sache. Ich würde trotzdem, auch wenn ihr es nicht hören wollt, ich würde rechts rumgehen, Freunde. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Ich komm mal zurück. Ach, Mann. Ich wollte es nicht hören. Diesmal bleibt es ganz. Ey, wirklich nicht. Also, es kann jetzt nicht sein. Come on. Jungs, da müsst ihr aber jetzt auch ausschwärmen. Im Wasser wird es schwierig, wenn das jetzt da... Ja. Alright. Wurf Nummer 3.
Oh Gott. Oh, what? Das kriegen wir nie wieder. Nee, doch, das kriegen wir, oder? Wie denn? Das kommt oben raus. Der ist ja kaputt gegangen. Ehrlich. Wenn das so richtig viele kleine Partikel wegspreaden, dann ist es kaputt, oder? Ich glaube schon. Wie viel Pech haben wir denn? Ja, Jungs, ich sage euch aber trotzdem eine Sache nochmal. Ne? Wir haben jetzt aktuell 10 potenzielle Enderaugen. Und 10 Stück nur? Ja, nur noch. Also wir haben halt wenig Enderperlen. Boah. Oh, das ist echt scheiße. Weil jetzt können wir ja noch einfach zurückgehen. Ne? Also wir haben ja noch unser Portal. Ja, aber ich frage mich halt, wann werfen wir? Also wir werfen ja nicht niemals jetzt hier. Ich weiß generell nicht, was ich jetzt machen soll. Eigentlich, also dass wir im Berg den Stronghold haben, sehr wahrscheinlich. Okay, ich hoffe, wir sind auf der anderen Seite jetzt. Oh, oh Gott. Halt morgen früh hier eine Fläche bauen und dann werfen? Ja. Alright, finally. Oh, aber kommen wir da hin? Nee. Oh, doch, doch, doch. Du hast, oder? Nein. Nee. Oh. Wir kriegen es aber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Block. Wow. Und auf wen wirft er? Wow. Auf dich, Stegi. Zwei. Bei mir auch. What? Alter, ich hab schon gedacht gerade. Warte. Sehr gut. Der andere auch tot? Holy. Ja, sind beide tot. Alter. Oh Gott. Was? Ich hab's, Jungs. Alter. Let's go. Aber es ist auch zurück im Berg gegangen, oder? Ja, schon. Also ja, fast gerade eigentlich. Also hier einfach geradezu jetzt mal durchbohren. Die Frage ist halt, wie wir hier drin dann werfen wollen, ne? Halt einen kleinen Hohlraum ausbauen und dann müssen wir halt vielleicht uns nochmal von zwei Augen oder so verabschieden. Wir bauen so oder so nochmal welche. Alright, Jungs. Ready? Okay. Ende Auge, bitte. Geh in die Richtung, wo Heiko steht. Oh Gott. Oh, wo ist sie? Ah. Weg, oder? Ja, aber wir können schon. Aber das ist fast in Richtung des Gangs gegangen, eigentlich. Also das ist schon sehr in Richtung Südwesten gegangen. Ja, wenn du jetzt mal hierhin kommst, dann können wir auf jeden Fall schon mal eingrenzen, dass es auf jeden Fall nur in diesem Bereich hier sein kann, bis zum anderen Eingang. Das Problem ist halt jetzt, dass wir jetzt, wenn es so weitergeht, dann haben wir ein Problem mit Blaze Rods, weil jetzt haben wir noch 6 Blaze Rods. Ja, die Frage ist nicht, ob wir jetzt nicht einfach all in gehen wollen, das Ding auch wegwerfen wollen, gefühlt, weil ich glaube, wir können nichts ausbauen, dass wir es richtig sicher wieder haben. Ja, wir haben ein Riesenproblem. Bauen. Der Stronghold ist unter einem Berg und das ist einfach der größte Killer für uns, weil die Enderaugen... Wir verlieren halt jedes, das wir werfen. Dann würde ich sagen, dann lass uns das verhauen. Dann müssen wir im Notfall nochmal den Blaze Rod holen, aber das werden wir schon hinbekommen. Von dort, wo du stehst, nochmal werfen. I guess. Ich werfe, ja. Guckt beide ganz genau drauf. Ja, guck. Es ist primär Westen. Einfach nur Westen. Halt, es kreuzt da fast unseren Gang. Also ich hätte gesagt, es ist jetzt hier genau über mir ist das Auge gelandet. So. Ich würde am Ende, also ich würde jetzt wirklich halt sagen, Jungs, ich würde jetzt einfach nochmal hier werfen, um einfach jetzt nochmal zu sehen. Ich möchte jetzt sehen, ob es einfach nochmal in Richtung Osten fliegt. Und dann muss es am Ende hier zwischen sein. Und dann kann sich jeder in einem Chunk zeitgleich runtergraben. Und wir gehen immer auf dieselbe Höhe. Ja, ich glaube, nicht schlecht. Also es ist letztendlich, wir müssen eh nochmal... Darauf läuft es halt hinaus, ja. Genau, und dann ist letztendlich jetzt auch schon klar, wie viel wir jetzt wasten. Wir lassen uns alle drauf... Wir stellen uns drauf ein, wir müssen noch auf jeden Fall nochmal grinden und dann ist es ja egal jetzt so. Alright, auf geht's. Achtung, Feuer. Ja, runter. Oh! Hier runter ist es. Okay, ganz... ja, aber dann in der Mitte der 4 Chunks hier, oder? Ja, ich glaube, dass jeder kann ja, also wir können uns ja zeitgleich runtergraben und wenn jetzt nicht einer direkt durchballert, let's go. Haben wir unseren Stronghold. Alter! Das war ein Grind. Und wir haben noch 6 Enderaugen. Auf zurück zum Portal. Kümmern wir uns mal ein bisschen um Blaze Rods. Zum zweiten Mal. Yes, sir. Wir sind wieder zurück im Nether. Dort hinten wäre ein Warp Forest, aber wir wollen uns jetzt erstmal auch um Blaze Rods kümmern. Deswegen altbekannte Taktik. Let's grind. Ich habe kein Boot. Ich auch nicht. Lass ihn noch weiter hoch gleich. Gleich fliegt sie gleich nochmal. Oh. Sorry, ich habe gedacht, ich kann sie noch einmal... Hat eh nicht ja, gemacht, war aber eh nichts. Ja, oh. Gott, ich hab ihn gar nicht gesehen. Ist der auf einmal gewandert? Ich hab mich richtig erschrocken wieder. Hinter dir! Lauf, Stegi, block! Nein! Digga,